Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwall. Nun, da sind wir wieder in Wallonien und es gibt gute Nachrichten. Wir sehen hier Schwerborn und wir sehen auch, dass hier die Pumpstation fertig gebaut wurde. Also der Wärmetauscher, heißt es korrekt. Und nicht nur das, sondern auch die unterirdische Leitung ist da. Das heißt, jetzt müsste das Ganze eigentlich hier funktionieren und Heizung, heißes Wasser in die Wohnhäuser bringen. Und das bedeutet, dass wir eigentlich die Leute hier einziehen lassen können. Die können dann direkt hier an den Baustellen mitarbeiten und dann geht das alles ganz, ganz fix. Also ich würde sagen, wir erlauben das jetzt. Und das ist jetzt, das ist eine Menge, was jetzt passiert. Warte mal. Hier wohnen ja schon welche. Genau. Oh mein Gott, hier aber nicht. Hier geht's jetzt, weil die waren nicht im Bereich von der Heizung, glaube ich. Das hatte irgendeinen Grund. So, wir genehmigen das. Und jetzt gucke ich mal, gibt es hier überhaupt Arbeitslosigkeit so hoch? Das ist ja ein Problem, das wir gar nicht hatten. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Ja, ja, hier. Aber das wird sich jetzt gleich klären, weil die ja alle auf die Baustellen gehen können. Das ist kein wirkliches Thema. Was aber ein wirkliches Thema ist, fällt mir gerade auf. Wir brauchen hier noch beim Supermarkt, wo meines Erachtens im Moment zu viele im Übrigen arbeiten. Das muss natürlich noch komplett beliefert werden. Ja, das sollte aber kein Problem sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie beliefern wir hier unsere Geschäfte. Beliefern wir das? Was haben wir hier eigentlich? Wir haben hier eine Kneipe. H.O.R. Erzfurt, ja. Ah ja, alles klar, da haben wir das da hinten. Alles klar, ja, perfekt. Kein Problem, dann können wir das von dort aus auch mitbeliefern. Neue Verbindung hier einfach. Und zwar entladen. Einfach nur entladen. Jetzt checke ich mal. Also hier wird das alles geholt und Fleisch wird dort auch geholt. Ja, das heißt, alles kann hier von dem VZHO geliefert werden. Das heißt, die Leute sind jetzt, es kommen noch keine Käufer, weil keine Waren da sind. Das wird sich aber gleich erledigen. Wobei, wir können die Mengen hier noch ein bisschen verändern. Wir brauchen definitiv mehr Essen. Ein bisschen mehr Kleidung. Ja, noch mehr Essen, würde ich sagen. Noch mehr Kleidung. So ist die Verteilung, glaube ich. Okay, man kann hier das Preisniveau einstellen. Was hat das denn für einen Hintergrund? Interessant. Naja, lassen wir das erstmal. So, gut. Ja, also. Kindergarten wird schon besucht. Das ist schön. Das ist aber auch das Einzige, was hier fertig ist. Vor allem geht es ja nachher hier rum, ne? Was ist hier für einen Stau? Okay, hier wird was abgeladen. Für den Straßenbau, das ist alles in Ordnung. Was mir hier noch aufgefallen ist, hier fehlt tatsächlich noch eine... Ah, die ist hier hinten dran. Das ist ja widerlich. Oh, aber es geht gerade so, sehe ich gerade. Irgendwie geht es. Oh ja, okay, da haben wir natürlich Glück gehabt. Wir wollen es aber nicht mit Hubel bauen. Weil ohne die Straßenzuwegung kann das ganze Ding natürlich nicht gebaut werden, ist ganz klar. Oh Gott, was ist das für ein Megastau jetzt hier? Wie lange braucht er denn, das da abzuladen? Das ist Asphalt. Ach, der... Ja, wisst ihr was? Ich glaube, das wird grafisch noch nicht richtig angezeigt. Da ist, glaube ich, auch eine Asphaltmaschine. Aber weil das irgendwie nur so ein kurzes Stück ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Asphalt jetzt einfach nur so raufgeschüttet wird. Sind aber nur zwei Bauarbeiter da. Ist ein bisschen doof jetzt hier, was ihr hier macht. Aber ich gucke mir das lieber gar nicht so genau an. Es wird schon irgendwie werden. So, das hätten wir. Dann machen wir was anderes. Denn ich habe natürlich noch eine Sache vergessen, was die Chemikalien betrifft. Ich sagte es, aber ich vergaß es dann umzusetzen. Die Stoffindustrie, die benötigt auch Chemikalien. Das heißt, wir können hier nochmal weitermachen. Nämlich dieses Warenhaus noch beliefern mit Chemikalien. Entladen. Chemikalien. Und dann machen wir aber mal nicht 50%, sondern schon 70%, finde ich auch gut. Und das heißt, wir können hier dann aber den Ressourceneinkauf auch wieder beenden. So, ich vermute mal, dass das hier schnell runtergehen wird, wobei so viel Chemikalien werden gar nicht verwendet. Sollte also kein so großes Problem sein. Gut. So.
Hier wird weitergebaut. Sehr schön. Das hatten wir manuell das letzte Mal gemacht. Ja, hier sollte man vielleicht auch nochmal kleine Prüfung machen, dass da alles in Butter ist. Aber ich habe das Gefühl, hier geht es jetzt richtig ratzfatz. Und jetzt funktioniert es hier zumindest auch mit der Automatisierung ganz gut. Aber sicherheitshalber gucken wir nochmal. Also, ja, hier haben wir irgendwie ein Stückchen, das er nicht gefunden hat. Müssen wir ihm nochmal sagen. Und hier ist er noch am Arbeiten. Ja, mehr habe ich hier nicht zu mäkeln. Und jetzt haben wir noch die andere Seite. Wählen wir das mal an und gucken uns das an. Das ist... Ah ja, okay. Er hat hier immer noch kein Kies, ne? Beziehungsweise er ist hier noch ein bisschen mit dabei. Aber hier haben wir immer noch die Kiesprobleme. Ich hoffe aber, dass das jetzt nach und nach wieder reinläuft. Wir checken das mal kurz. Kieslager ist leer. Wahnsinn. Was ist denn hier los? Sind die Kiesquellen? Ich meinte, das Problem ist, wenn ich jetzt hier mehr als diese 5 LKWs reinpacke, dann staut es sich dann irgendwann, wenn das voll ist, wieder hier so megamäßig an. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass wir auf dieser Strecke doch noch, zumindest für die Zwischenzeit, 2 LKWs benötigen. Weil, schaut mal, jetzt fährt er erst los. Der ist da. Also hier muss es im Prinzip immer, hier muss eigentlich immer eine kleine Schlange sein. Und das ist hier nicht. Also ein LKW können wir auf jeden Fall da noch auf die Strecke setzen. Ein Kipper. Holen wir uns nochmal die Linie hier ab. Wir tragen das hier aufs Fahrzeug, das hier steht. Und dann fahren wir da los. Das ist tatsächlich jetzt ein unerwarteter Hemmschuh für unsere Entwicklung. Okay, gut. So, jetzt wollte ich eine andere Sache mal ansprechen. Und zwar habe ich mir durch Zufall mal diese Statistik hier angeschaut. Es gibt immer mal wieder Hinweise, dass ich so eine hohe Arbeitslosigkeit habe und dass das ein Problem ist und so weiter. Das ist leider, die Anzeige ist nicht ganz richtig, denn es zeigt die Arbeitslose hier auf der, die Arbeitslosen auf der gesamten Karte an. Und da die Karte ja hier schon mit Siedlungen gestartet ist, die nicht angeschlossen sind, zählen tatsächlich diese ganzen Leute, die dort wohnen, das sind eine Menge, wie wir sehen, 10.000, die zählen hier mit in die Statistik rein. Wir selbst haben sehr, sehr wenig Arbeitslose, vielleicht in jeder Stadt maximal 100. Also das ist überhaupt kein Problem, wir haben 0%, aber naja, die anderen, die arbeiten nicht, die sitzen nur am Ofen und quatschen, erzählen sich alte Geschichten, Märchen aus vergangenen Zeiten. Tragen nicht dazu bei, dass hier unsere großartige Republik vorankommt. Wie auch immer, dennoch sind ein paar andere Zahlen ganz spannend. Wir sehen unten Kinder, die nicht lernen können, 1825. Das klingt jetzt erstmal irgendwie richtig doof. Grundschule 19%, Universität 10%. Aber wenn ich mir oben diesen Wert anschaue, Arbeitslose aufgrund niedriger Bildung, zeigt er mir an 12 0%. Das sieht doch so aus, als ob im Grundsatz unsere Wirtschaft mit dem Ausbildungsgrad sehr gut zurechtkommt. Ne? Also es ist kein... Also ich denke schon, das kann man so interpretieren. Insofern, ja, man könnte vielleicht mehr Schulen und Universitäten haben, aber es ist eigentlich auch nicht nötig. Zwei andere Punkte will ich mal prüfen. Arbeitslos wegen des kleinen Kindes, 140. Das ist doch eine relevante Zahl, die ich eigentlich nicht haben möchte. Ich weiß aber nicht, ob sie wirklich unsere Städte betrifft. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Über Overlay. Lebenspräferenzen. Ah, hier. Schaut mal. Arbeiter kümmerte sich gestern um sein Baby. Das können wir mal aktivieren und gucken, ob wir da bei uns jetzt irgendwas finden. Hier offensichtlich nicht. Vielleicht interpretiere ich diese Ansicht auch falsch. Hier auch nicht. Kein Arbeiter musste sich gestern um sein Baby kümmern. Aha, hier haben wir tatsächlich, also die Anzeige funktioniert. Hier haben wir 6 und 5. Das kommt aber, weil die keine Zuwägung haben. Ja. Wir lassen mal das Overlay an. Ich meinte hier, warum geht das eigentlich nicht? Haben wir das irgendwie vergessen? Können wir das nicht noch machen? Ach, das ging irgendwie. Ah, schaut mal, so geht's.
Ach komm, das gönnen wir ihm. So, finden wir hier noch welche? Hier in Leipzig nicht. Da drüben auch nicht. Ah, schaut mal, die sind doch tatsächlich in den anderen Städten verteilt. Nicht bei uns. Das ist nicht bei uns. Gott sei Dank, das beruhigt mich. Unsere Republik funktioniert zuverlässig in dieser Hinsicht. Kinderbetreuung wird großgeschrieben. Sehr schön. Okay, alles klar. Das wäre das. Das Letzte, was ich hier spannend finde, ist das Thema ganz unten. Gefangene, die nicht arbeiten können. Und das ist doch spannend. 98%. Das heißt, wir haben doch eigentlich Gefangene, die arbeiten. Aber da kann man, das stimmt doch irgendwas nicht. Wir haben 130 Gefangene. So, und die fahren doch hier in die Uranmine. 32 von 50. Er ist gerade gekommen. Kann es sein, dass da zu wenig von diesen Transportern unterwegs sind? Wir haben da 4 auf der Linie. Aber es könnte sein, dass es nicht reicht. Ich würde sagen, da setzen wir einfach noch 2 auf die Linie drauf. So, wo haben wir hier unser Fahrzeugdepot? Die ewige Frage. Habe ich hier überhaupt eins? Haben wir das aus der Nachbarstadt geholt? Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß es nicht mehr. Das ist auch ein Trauerspiel. Und hier haben wir... Ach, hier haben wir technische Dienstleistung nochmal gemacht. Oh, das ist aber auch gut, dass ich mich daran erinnere oder das gerade sehe. Das sollten wir natürlich nutzen, ja. Wir sollten hier voll die besten Schneeflüge einstellen. Das ist natürlich wichtig. Wobei Kiesstraßen, sagen wir mal 10%, Lehmstraßen gar nicht. Okay, gut. Schön, dass ich das nebenbei noch gesehen habe. Das nützt aber nichts bei der anderen Sache. Passt auf, können wir das auch mal suchen? Tut mir leid, das muss ich jetzt einfach mal gucken. Wie heißt denn das Gebäude? Das heißt... Achso, es wird mir auch nur angezeigt. Ah, okay, das ist natürlich doof. Das Ganze heißt... Wie heißt denn das Gebäude? Es wird immer schlimmer. Passt auf, ich suche es lieber hier. Ich glaube, hier weiß ich es. Depot. Depot für Straßenfahrzeuge. Haben wir das hier auch? Ja, Neueswerda haben wir es. Ja, da habe ich es. Oh, alles klar. Gut. Naja, immerhin jetzt gefunden. Prima. Kaufen wir jetzt kein Polizeiauto. Gefangenenbus wollen wir haben. Gibt es hier eigentlich noch größere? 13, 6, 18. Das ist schon der größte, den wir nutzen. Naja, gut. Dann nehmen wir da 2 auf die Strecke rauf. Und wir müssen nochmal zurückkehren. 16,50. Ah, das ist wirklich... Ah, ich glaube, 2 reichen aber. So, dann zeig mir nochmal die Linie an. Und Linie auf Fahrzeug. 1, 2. Los geht's. Start. Ich hoffe, das läuft dann etwas besser. So, Waisenhaus. Da würde mich mal interessieren, wie weit seid ihr hier mit dem Bau? Habt immerhin schon angefangen? Okay, alles klar. Ich hoffe, wir kriegen das so weit geregelt, dass wir nicht immer diese Nachrichten bekommen. So, jetzt machen wir aber weiter mit den Gleisbauarbeiten, denn wir haben ja hier den Plan entwickelt, hier die Stahlzulieferung entlang fahren zu lassen. Das ist eine Baustelle. Jetzt, wie fährt der Zug weiter? Er fährt hier lang, fährt hier lang, fährt hier lang, fährt hier rüber. Fährt jetzt hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und kommt dann hier durch. Und jetzt muss er hier hin. Und dazu müssen wir ein Stahllager bauen, was an die Schiffswerft angedockt ist. Und normalerweise würde ich sagen, ein kleines Lager würde... das ist das Falsche. Ein kleines Lager würde reichen. Aber das große Lager hat den Vorteil, dass da gleich der Zug reinfahren kann. Und das ist, wie ich finde, ein entscheidender Vorteil bei der Sache. Deswegen werden wir das so bauen. Die Frage ist... Wie kriegen wir das hier am besten hin? Der Punkt ist, ich muss nämlich rechts noch Gleise vorbeifahren lassen. Das heißt, ich würde es so weit wie möglich links gerne bauen. Was aber ein Problem ist, mit der Fabrikverbindung geht das nicht so recht. Ja.
So. Ja, da sind die. Ja, so würde es gehen. Ich finde es tatsächlich gar nicht so übel. Ich versuche es nochmal so ein bisschen. Geht aber nicht. Ja. Dann machen wir es so. Das passt schon. Okay, platzieren wir das. Und da müssen wir jetzt reinkommen. Weil wir müssen eh hier mit dem Doppelgleis durch. Und dann steht das schon ganz gut in der Flucht. Also, das haut hin. Vorher kommt aber dieser Fußgängerweg weg. Das ist Altlast. Benötigen wir nicht mehr. So. Mit dem neuen Patch soll übrigens nur noch dann ein Zebrastreifen hier entstehen, wenn auf der anderen Seite wirklich ein Weg ist, was eine echte Verbesserung ist, meines Erachtens. Ja, wie machen wir es? Ich denke, wir werden doppelgleisig hier durchgehen, doppelgleisig hier vorbei. Wirklich? Nee, werden wir nicht. Wir werden doppelgleisig hier durchgehen, aber dann nur mit einem Gleis hier reingehen und ein Gleis da vorbeiziehen. So würde ich sagen, machen wir das. So, das heißt, wir planen das Ganze. Flach ist das eigentlich. Der kritischste Aspekt ist der hier, hier irgendwie sauber durchzukommen. Insofern fangen wir damit mal an. Ich würde sagen, ich gehe mal so weit es geht rechts hier durch. Das funktioniert schon nicht. Ja, jetzt funktioniert's. Okay. Die große Frage ist, ob das optisch noch einigermaßen aussieht, wenn man da durchfährt, so von der Höhe her. Aber ich würde darauf spekulieren, dass man es machen kann. So, wie sieht das aus? Machen wir eine schönere Kurve. Dahin gibt es natürlich jetzt so einen Hügel, ne? Ja, ganz kurz die Höhenlinie an. Oh, das ist ja, na ja, gut, ja. Aber es ist einigermaßen okay, ist nicht ganz so abrupt, kann man schon machen. Das ist natürlich, warte mal, ich glaube, es ist besser, wenn wir zuerst die linke Spur machen, weil er dann ein Terraforming vernünftig macht. Habe ich das Gefühl. Ah, genau. Hier ist es nämlich gelb jetzt. Das ist genau der Punkt. Seht ihr? Hier macht der Terraforming. Dadurch ist der Knubbel da raus. Und jetzt können wir hier sauber ran. Okay. Was wir auch noch brauchen, ist hier eine Weiche. Und ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir gehen einfach hier so ran. Ja. Gehen hier noch relativ lange mit lang. Und gehen dann hier außen vorbei. Ja, das ist das Gebäude im Weg, aber ich denke, so geht es. Und dann müssen wir nämlich hier am Ende hinten hinkommen. Und das ist auch nicht ganz so einfach, wie ich sehe. Aber es geht, glaube ich. So, dann machen wir hier eine schöne Kurve. Gehen dann hier knapp rüber. Hier vorbei. Joa, das passt doch. Schöner Bogen eigentlich, ne? Oder ein bisschen übertrieben. Machen es mal nicht ganz so krass. So. Wie kommt das denn jetzt? Okay, weil ich da diesen Knick machen musste. Na, dann ist der große Bogen doch eigentlich schöner gewesen. Gehen wir nochmal zurück und nehmen den Bogen so groß, wie er eben gekommen ist. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? So. Dann brauchen wir hier natürlich noch. Eine
Weiche und dann ist das im Prinzip das, was wir haben wollen. Hier kommt dann später die Fahrzeuge, die werden dort angeliefert. Genau. Ja, was wir im Übrigen hier auch brauchen, ist hier auch eine Zweigleisigkeit, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir geben das erstmal in Auftrag, würde ich sagen. So, und jetzt ist schon wieder das Thema mit den Gleisbaufahrzeugen. Ja, wie läuft denn das jetzt? Ich würde sagen, ich mache es mir wieder ein bisschen einfach, indem ich den ersten Teil mal mit Rubel baue. Und erst dahinter geht es dann los. Da, wo wir dann irgendwie ein Signal platzieren können. Wobei, das ist schon wieder schwierig. Weil ich will jetzt nicht so viel bauen. Gut, aber das... Warte mal, die dürfen hier, glaube ich, nur rechts fahren. Da. Aber ab hier könnte ich eigentlich ein Signal ja platzieren, oder? Das müsste ja schon gehen. So ein Mix... Ah nein, ich habe es wieder zu nah rangebracht. Ich Idiot, jedes Mal dasselbe. Hä? Aber das müsste doch ausreichend Platz sein. Aber es ist wieder nicht ausreichend Platz. Ernsthaft? Ich habe extra, also ich habe zumindest dran gedacht, ne, dass das eigentlich reichen müsste, um ein Signal zu platzieren. Dann platziere ich erst das Signal. Und mache dann den Kram. So, das machen wir schnell mal im Sofortbau. Okay. Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt damit klarkommen müssten. Im Moment ist das keinem Bauamt zugeordnet. Das müsste eigentlich auch von hier aus erledigt werden. Die Frage ist, ob man nicht auch hier jetzt nochmal mehr dazu kauft. Und ja, hier fehlt immer noch Kies. Aber ich weise das jetzt mal manuell zu. Mal gucken, was passiert. Wird erstmal angenommen. So, was ist denn hier mit dem Kies los, ey? Das muss doch mal sich langsam wieder einrödeln. Immer noch null, ey. Das ist der Wahnsinn. Das hatte ich wirklich, das haben wir, das sind ja Anfangsprobleme. Also ich meine, das ist die absolute Basisindustrie. Und das klappt in den anderen Städten auch völlig problemlos. Hier sind auch immer 15 Arbeiter, das ist nicht das Thema. Am Ende sind die zu langsam. Sag mal, gibt es vielleicht schon einfach bessere Bagger? Könnte das vielleicht mal sein? Gucken wir uns das mal an. Bagger, was haben wir denn hier? Stufe 33, Stufe 17. Nee, es gibt keine besseren Bagger. Gibt es vielleicht im kapitalistischen Ausland bessere Bagger? Nee, gibt es auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist einfach die Effizienz der Quelle. Oh Gott! Ja gut, das ist natürlich kein Wunder. 4%, das ist ja erbärmlich. Ich glaube, das könnte das passiert sein, weil wir hier so Terraforming betrieben haben. Was haben die hier? 35%, das ist ein bisschen besser. Können wir das vielleicht nochmal machen? Mal gucken, ob wir hier noch eine Ecke finden, die besser ist in der Nähe. Aber ich sehe hier keinen Fels leider. Aber das ist ja ein Trauerspiel. Ich weiß gar nicht mehr, wo man Kies baut. schon ewig nicht gemacht. Hier haben wir die Kiesgrube. Aber sehen wir, die Prozentzahlen sehen wir so nicht genau. Wir sehen immer nur diese grünen Punkte, ne? Naja, nee, hier ist aber auch nichts in der Nähe. Keine Steine. Das sind schon die beiden besten Spots. Ja, da oben natürlich, aber das ist mir jetzt auch ein bisschen zu weit entfernt. Ah, komm, das muss ich jetzt schon irgendwie einrödeln. Ich meinte, wo ist denn das nächste Kieswerk? Das ist erst hier ganz weit hinten. Das ist zu weit entfernt. Hier haben wir natürlich noch eins. Das wäre tatsächlich sogar machbar. Man könnte vielleicht von hier zumindest das beliefern. Ich weiß nicht, es ist auch ein...
Aber so viel weiter ist der Weg gar nicht, ne? Schaut mal hier, das Ding ist immerhin 360. Hier läuft es ein bisschen besser. Wo kommt hier der Bruchstein her? Von dort. Ja. Gibt es konstant Nachschub. Ja, pass mal auf, wir machen das mal. Wir werden tatsächlich das VZ mal umdefinieren. Und das von da hinten holen. Das ist, glaube ich, die beste Lösung jetzt. So, VZ-Gleisbaubetrieb. Können wir vielleicht von beiden beladen? Das müsste doch auch gehen, ne? Ja, na klar. Hol mal hier Kies her. Und wenn da wieder was ist, holen sie es von da. Das ist doch die beste Lösung. Schaut mal, jetzt fahren sie los. Das ist gut. Okay. Judy. So, dann haben wir das jetzt erstmal in Auftrag geben. Das. Okay, dann sind wir mit den Sachen fertig. Als nächstes kann ich schon mal ankündigen. Oder eigentlich, warum muss ich es ankündigen? Wir können es eigentlich schon mal planen. Als nächstes, obwohl, das ist planungstechnisch schon ein bisschen schwieriger. Also, wir werden hier auf Zweigleisigkeit gehen. Das ist insofern jetzt ein bisschen ein Problem, weil erstens die Strecke in Betrieb ist und zweitens, ja, von wo kann überhaupt Konstruktions-, also so ein Baufahrzeug kommen? Von hier und dann hier rum, ne? Was wir tatsächlich dann neu machen müssen, wir müssten dieses Gleisdreieck irgendwie neu designen. Es müsste einen größeren Bogen haben, dass hier in der Mitte man stehen bleiben kann. Eigentlich müsste man auch das zweigleisig ausbauen, aber es ist halt das Problem, das im laufenden Betrieb zu machen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt alles durcheinander bringe. Aber das ist es eigentlich. Also wir müssen das zweigleisig machen, wir müssen die Strecke zweigleisig machen, wir müssen Gleisdreieck hier quasi hierhin machen und dann eine neue Eisenbahnbaugesellschaft hierhin bauen. Denn wir brauchen mehr Hilfe. Also wir brauchen mehr davon. Wir müssen ja nachher da lang bauen und in diese Richtung bauen. Allerdings, wenn sie erstmal in Betrieb sind, dann geht es relativ zügig. Aber ich denke, wir machen das trotzdem. Wir gucken mal kurz, wo wartet hier ein Zug zu lange? Gibt es hier Probleme? Warum kann der da nicht rein? Warum können die alle da nicht rein? Hä? Das verstehe ich nun nicht. Hier ist ja kompletter Stau. Das ist ja ein Problem. Wie kann das sein? Will da eins vielleicht rausfahren und klemmt jetzt da irgendwo? Ansonsten weiß ich nicht, warum der nicht weiterfährt. Warum der hier rot hat, das verstehe ich nicht. Gucken wir uns kurz das Signal an. Ja, da ist rot. Als ob da irgendwas... Aber da darf eigentlich nichts rausfahren. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum da rot ist. Ja, wahrscheinlich will er hier rausfahren. Und weil da rot ist, kann er nicht rausfahren. Und rot ist da, weil der da steht. Okay, verstehe. So, wie kann man das verhindern? Der dürfte nicht dastehen. Ja, eigentlich hätte er da stehen bleiben müssen. Oder hier. Ist aber wegen der Weiche da problematisch. Ich muss ihn einmal zurücksetzen. So, jetzt ist da wieder grün. Jetzt müsste es hier erstmal weitergehen. Naja, tatsächlich, der wollte da rausfahren. Wie kann man denn... Aber jetzt komischerweise... Schaut mal, jetzt ist da ja grün, obwohl der da rausgefahren ist. Ich verstehe das nicht. Schaut mal, die können doch da rein und rausfahren gleichzeitig. Komisch. Komisches Problem. Kann ich jetzt leider nicht analysieren, warum das so gekommen ist. Wir können hier nochmal kurz überlegen. Lohnt es sich hier noch ein Chain hinzubauen? Müssen wir aber da drüben... ist das sinnvoll? Ja, vielleicht, ja. Ich glaube, ja. Schaut mal, jetzt fährt er nämlich dahin. Jawohl. Da
Das Ganze ist blockiert. Warum? Er kann aber fahren. Ich glaube, das funktioniert jetzt hoffentlich besser. Auf jeden Fall war es, glaube ich, eine gute Entscheidung, hier mit 4 von diesen Geräten zu arbeiten. Wir gucken zu guter Letzt mal hier rüber. Und es sieht immer besser aus. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Und ihr seht vor allem, die Gleisanlagen sind ja fast alle schon fertig. Ist ja toll. Prima. Noch ein bisschen manuell nacharbeiten, hier und da ein paar Zuweisungen machen und dann ist das zu Ende gebaut. Dann fehlt es vor allem jetzt hier an der zivilen Infrastruktur für die Bürger. Deswegen kann ich sie noch nicht einziehen lassen. Aber, na, vielleicht am Ende dieser Staffel oder dann spätestens in der nächsten werden wir den Start unserer Stadt Polymerseburg erleben. Den Einzug der Bürger dorthin. Naja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.